Stellt euch vor, es ist ein wundervoller, sonniger Tag, 24 Grad und natürlich geht ihr mit euren Freunden an einen See schwimmen. Ihr habt Spaß, es scheint, als sei es einer der schönsten Tage im Winter und ihr genießt einfach euer Leben. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso im Winter? Da liegt bei uns ja Schnee und es sind eigentlich Minusgrade. Ich muss euch leider enttäuschen. In naher Zukunft wird die Klimaerwärmung so weit fortgeschritten sein, dass wir wahrscheinlich nie wieder Schnee sehen werden. Manche sind jetzt bestimmt begeistert, dass sie Schnee und Kälte eh nicht leiden können, aber 365 Tage im Jahr Sonne? Ich denke, da wird auch den Sommerliebhabern flau im Magen. Dank den viel zu hohen CO2-Ausstößen der Tier-, Auto- und Fabrikindustrie steigt das Klima weltweit um ca. 1 Grad in den letzten 50 Jahren. Und es wird immer wärmer. Jetzt denkt man sich bestimmt, 1 Grad ist doch eh nicht so viel. Aber da liegt ihr falsch. Für den Nord- und Südpol hat das verheerende Folgen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist global betrachtet ein deutlicher Meeresspiegelanstieg zu beobachten, der allein im 20. Jahrhundert etwa bei 17 Zentimetern gelegen hat. Man merkt es bei den Malediven, die gerade nur einen Meter über dem Meeresspiegel liegen. Naja, mittlerweile nur noch 83 Zentimeter. Die Inseln verschwinden langsam, aber sicher im Meer. Und man kann es nicht stoppen. Wenn die Pole aber immer mehr dank den Klimaerwärmung schmelzen, werden auch bald Australien und Amerika davon betroffen sein. Da Österreich relativ weit über dem Meeresspiegel liegt, müssen wir keine Bedenken haben, aber dafür haben wir irgendwann wundervolle Strände zwischen den Bergidyllen und der Tourismus wird nicht nur im Winter boomen, falls es überhaupt noch einen Winter geben sollte. Kann man was dagegen machen? Auf jeden Fall, doch wie will man die Menschheit dazu bewegen, die Augen aufzumachen und an die Welt zu denken und nicht nur an das Geld? Politikern die Augen zu öffnen, wäre eine Lösung. Doch ich denke, man hat dafür zu wenig Macht, deren Gedanken und Handlungen zu beeinflussen. Ich denke, die Menschheit wird erst begreifen, wenn es zu spät ist und ihnen das salzige Wasser den ganzen Keller überschwemmt. Doch wenn es soweit ist, was will man noch dagegen machen? Die ganze Welt wäre zerstört. Ich denke, die Menschheit wird es erst begreifen, wenn es zu spät... Der Sojaanbau in den Regenwäldern ist auch ein entscheidendes Thema. Soja wird hauptsächlich als Futtermittel für die Tierindustrie benutzt. Die Sojabohnen werden auf riesigen Plantagen in Südamerika auf Flächen angebaut, mit Hilfe der Brandrodung, die ehemals von einzigartigen tropischen Regenwäldern bedeckt waren. Das in der Vegetation der intakten Regenwäldern gebundene Kohlendioxid wird in großen Mengen freigesetzt und entweicht in die Atmosphäre. Die Sojapflanzen binden zwar auch Kohlendioxid, aber nicht in der Menge, wie sie beim Verbrennen der Regenwälder freigesetzt wird. Die Kohlendioxidbilanz von Sojamonokulturen und wie bei allen anderen Monokulturen auf dieser Welt ist also eindeutig negativ. Die Sojapflanze wird hauptsächlich als Futtermittel für die Tierkonzerne verwendet. Wenn die Massentierhaltung also nicht wäre, dann müsste man den Regenwald nicht für die ausbeutenden Sojapflanzen roden und die Menschheit nicht gefährden. Wenn man jetzt nur noch Fleisch von Bauern kauft und sich viel mehr Menschen gegen die grausame Massentierhaltung entscheiden, dann verschwindet diese immer mehr und das wäre schon einmal ein sehr großer Erfolg für die Menschheit und der Umwelt. Klar, Fleisch von Bauern ist teuer, aber muss man jeden Tag Fleisch essen? Die Nährstoffe von Fleisch kann man sich auch sehr leicht von Obst, Gemüse, Reis und Nudeln holen. Denkt an die Existenz der Menschheit, der Tiere und des natürlichen Treibhauseffekts. Ich weiß ganz genau, niemand von uns will in Meerwasser untergehen und deswegen muss jetzt gehandelt werden. Denkt nach, was ihr kauft. Lasst euch nicht immer mit dem Auto herumfahren, doch greift einmal zum Drahtesel oder geht zu Fuß. Das ist auch viel gesünder für den Körper.
Denkt an unseren blauen Planeten. Denkt an unsere Mitmenschen, die in naher Zukunft existieren wollen und existieren werden. Denkt an unsere Umwelt. Die Welt liegt in den Händen unserer Generation. Zuerst denken, anstatt einfach zugreifen, weil es billig ist. Zuerst denken, anstatt unnötig Sprit zu verfahren. Zuerst denken, dann handeln. Richtig handeln.